Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. An meiner Seite heute ist der brandneue Genesis GV80 hier jetzt als SUV und in der Luxury Line. Die Basispreise starten bei 62.200 Euro und in diesem Video möchte ich euch meine liebsten Highlights am Fahrzeug zeigen. Falls ihr mehr zum GV80 erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal in mein großes Video hier oder hier rein. Natürlich findet ihr das auch wie immer in der Infobox. Und falls ihr gerade auf der Suche nach eurem liebsten Fahrzeug seid, dann schaut doch gerne mal bei unserem Leasingpartner nullleasing.com vorbei. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Genesis GV80 und mir. Genesis GV80 hat unter der Motorhaube einen 3 Liter 6-Zylinder Dieselmotor. Er hat Allradantrieb und steht hier in der höchsten Ausstattungsstufe, nämlich in der Luxury Line. Das uns dann auch schon zum ersten Highlight hier am Fahrzeug bringt, nämlich beinhaltet die Luxury Line hier diesen wunderschönen grünen Farbton. Die grüne Lackierung nennt Genesis hier Cardiff Green und strahlt bei dem Fahrzeug einfach eine unglaubliche Eleganz aus, wie ich finde. Das zweite Highlight hier an dem Fahrzeug ist für mich die elektronische Fahrwegsregelung. Das heißt, das Fahrzeug ist auch irgendwie intelligent unterwegs, denn er kann in die Zukunft schauen. Naja, vielleicht nicht ganz, aber er kann zumindest im Vorfeld schon erkennen, ob zum Beispiel irgendwelche Schlaglöcher vor uns sind oder zum Beispiel Temposchwellen anstehen und passt sich halt dann dementsprechend an und bietet dem Fahrer einfach ein bequemes Dahingleiten auf den Straßen. Das nächste Highlight ist für mich hier die zwei Außenspiegel, denn die können eben uns nicht nur den Verkehr hinter uns anzeigen, sondern sie projizieren auch ein wunderschönes Begrüßungslicht auf den Boden. In diesem Fall wäre das dann natürlich das große Genesis-Zeichen und sieht wahnsinnig gut aus. Mein viertes Highlight finden wir hier am Schlüssel, denn wir haben hier ein richtig schönes Parkassistenzsystem mit dabei, der nicht nur von alleine ein- und ausparken kann und eine richtig große Umgebungskamera mit dabei hat, sondern wir können auch das Fahrzeug mit dem Schlüssel und einer App aus Parklücken ein- bzw. rausfahren lassen. Und das vermeidet natürlich blöde Parksituationen. Richtig cool, aber was auch cool ist, ist der Innenraum und da schauen wir uns jetzt die Highlights gemeinsam an. Angekommen, möchte ich euch schon hier direkt mein erstes Highlight des Innenraums verraten, denn das ist hier definitiv der sogenannte Komforteinstieg. Das bedeutet, das Fahrzeug lässt einfach einen sehr komfortablen Einstieg zu. Das Fahrzeug senkt sich dann so leicht ab beim Einsteigen und erkennt eben, wer hier in das Fahrzeug einsteigt und stellt den Sitz dann dementsprechend ein durch die Memo-Funktion. Das ist auch wahnsinnig gut. Das zweite Highlight hier im Fahrzeug ist für mich definitiv der Materialmix, denn wir haben hier wirklich hochwertige Materialien. Wir haben eine Kombination aus Holzapplikationen und eben wahnsinnig feinen Nappa-Leder. Das Nappa-Leder hier, das kommt in der Luxury-Line serienmäßig mit dazu
Und eben, wie ich finde, ist es wahnsinnig schön aufeinander abgestimmt. Genauso auch mit dem Alcantara-Leder hier oben am Dachhimmel. Das kommt schon wirklich sehr, sehr fein, muss ich sagen. Ja, der nächste Punkt hier ist das umfangreiche Fahrerassistenzsystem, denn das ist wirklich on fleek, muss ich euch sagen. Wir haben hier einen Querverkehrserkennungswarner für vorne genauso wie für hinten und der funktioniert auch richtig gut. Das heißt, wenn wir unser Fahrzeug hier zum Beispiel aus einer Parklücke rückwärts rausfahren möchten, erkennt er eben den Verkehr auf der Straße und vermeidet auch hier wieder Kollisionen. Aber nicht nur einen Querverkehrserkennungswarner haben wir hier mit dabei, sondern wir können hier vorne auch die Fahrerassistenzsysteme super mit einsehen. Wir haben hier zum Beispiel noch ein Tempolimit mit dabei, sprich das Fahrzeug passt sich halt eben der aktuell erlaubten Geschwindigkeit an, wenn wir hier über den Tempomaten fahren. Das ist auch wahnsinnig gut. Wir haben hier einen Autobahnassistenten, das heißt, das Fahrzeug hält sich auch perfekt in der Spur, funktioniert richtig gut. Wir haben hier ein Head-Up-Display mit dabei. Also da ist wirklich alles mit an Bord, was man sich aktuell so wünscht. Eben den Parkassistenten habe ich euch ja eben schon erwähnt. Der funktioniert natürlich hier drin über die Kamera auch nochmal richtig gut. Dazu kommt dann, dass wir hier ein Skill haben, was wir nicht wirklich in vielen Fahrzeugen bestimmen können, nämlich den Motorsound. Auch hier gibt es wieder einen Punkt unter Einstellungen, Der nennt sich dann Motorsound und so kann eben jeder Fahrer bestimmen, wie laut bzw. wie intensiv soll das Motorgeräusch im Fahrerhaus sein. Da können wir dann eben das Geräusch komplett ausstellen, wir können es minimieren, eben auf einer normalen Lautstärke oder verstärkt einstellen, damit dann eben der Motorsound hier drin im Innenraum sehr, sehr böse und dieselmäßig klingt. Das gefällt mir richtig gut. Ja, ich würde sagen, ihr kennt jetzt meine Highlights hier im Fahrzeug. Falls ihr mehr zum GV80 erfahren wollt, dann schaut bitte unbedingt in mein Video rein. Die Preise, die habe ich euch ja auch schon verraten, wo die beginnen, aber auch zu den Preisen erfahrt ihr in meinem großen Video definitiv noch einmal mehr. Die Skills vom Fahrzeug erkläre ich euch da ganz genau. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls ihr jetzt Lust auf ein Hyundai oder Genesis Modell habt, dann schaut doch gerne mal bei unserem Leasingpartner nullleasing.com vorbei. Da werdet ihr ganz bestimmt fündig, denn die haben immer starke Angebote. Oder besucht uns doch gerne auf unseren Webseiten der-autotester.de, auf meiner Webseite ninacarmaria.de. Und denkt dran, ein Abo und Like macht mich auch immer happy. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.